Miau. Nur selbst was zu essen habe ich kaum noch was, aber ich habe ja noch ein paar Bärchen dabei. So, vielleicht können wir ja so ein Flugvieh anschießen und dann bis hierher locken. Ich muss bloß den Weg auch wieder zurückfinden. Ist ein bisschen schwieriger. Weil gerade jetzt, wo es dunkel ist, laufe ich natürlich wieder los. Es ist immer das Gleiche. Immer wenn es dunkel ist, laufe ich los, um ein Flugvieh zu finden. Oder generell was zu finden. Ja, was soll man machen? Das Spiel hat nun mal ja seine Tages- und Nachtzeiten. Und da muss man das machen. So. Haben wir ein Flugvieh? Ich sehe mal keins. Den, den, den. Ah, also auf PvP-Server, das wird auf jeden Fall sehr lustig. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber natürlich, wenn ihr jetzt sagt, bleibt auf den Server, dann bleibt mal hier. Also wenn viele das sagen. Aber ich glaube, eine Abwechslung wäre nicht schlecht, da mal mit ein paar Leuten zu quatschen. Da ist schon wieder so ein Stino da unten. Ist einfach nur abartig, wie viel Stinos da rumrennen. Oh, noch ein Pronto. Wollen wir den auch noch holen? Hehehe. Dann kriegen wir vielleicht ein Baby-Pronto. So. Vielleicht sind ja diese komischen Pferde, vielleicht sind das Baby-Prontos. Da, da, ein Flugvieh. Ein Flugvieh. Ich krieg die Krise. Flieg nicht weg. Flieg nicht weg. Ich will wissen, was für ein Level du bist. Gib mir dein Level bekannt. Level 4. Ich krieg die Krise. Was? Ein Pfeil? Ernsthaft? Ein Pfeil? Ein fucking Pfeil? Das ist ja nicht dein Ernst. So, ich muss mal kurz ein bisschen Fleisch holen. Danke für das Fleisch. Kriegst du bald wieder. Ja. Ein Pfeil. Geil. Hat sich gelohnt. Ah, ich habe noch die weißen Bären dabei, aber recht wenig. Ich muss mal die Fackel anmachen. Fackel. So. Wie sieht's aus mit dem. Ja, die fressen ja so wenig, ne? Das ist das Problem. Die fressen einfach total wenig. Deswegen muss man eigentlich schon. Man muss denen eigentlich das Zeug gegeben. Fress. Krieg Hunger. Oh Gott, das wacht ja dann fast schon auf, instant. Alter. Puh, da braucht man sehr viele Narcotics dafür. So. Dauert noch ganz schön lange dann. So, auch noch wegmachen. Wie viel macht denn das nochmal? 40, 50? Weiß gar nicht mehr, wie viel das macht. Ich habe leider nichts anderes da. Ein bisschen blöd. Oh, ich habe die hier noch. Aber es bringt auch nicht viel. Ja, die kann ich halt selbst essen, ne? So, jetzt muss ich halt einfach warten. Bis der mal vollgefressen ist. Und das kann. Boah, das kann ja ewig dauern. Der hätte nicht einmal. Ist der über. Der muss doch. Der frisst doch eigentlich Fleisch. Der hat nicht einmal Fleisch gegessen. Kann ich ihn nicht zwingen, das zu essen? Boah, wann frisst denn der mal was? 60 schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wisst ihr, warum es mal so lange gedauert hat. Bis die mal was fressen. Das war, glaube ich, zu früh. Ja, das war zu früh. Boah, wann frisst denn der was? Den müsste man ja permanent weiße Dinger reinklatschen in seinen Hals. Was war das ja gerade für ein Schatten? Ich will mal gucken, bei 50 frisst er bestimmt was. Komm, ab 50 wird er hoffentlich was fressen. Ach, der hat schon einmal gefressen. Okay. Ja, so ungefähr bei 50. Ach, du Scheiße. Okay, das Timing ging aber richtig schnell nach oben. Okay, da haben wir nichts gesagt. Dann ist alles super. Dann ist alles super. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir nicht irgendwelche bösen Viecher kommen. Ich sammle noch ein bisschen was. Vielleicht kann ich doch noch diese Stimberries da reindrücken. Da ist noch ein Flugvieh. Ich sammle leckere Beeren. Das macht mich sehr froh. So. Du, mein Freund, frisst jetzt Stimberries. Hehehe. Friss. Du sollst das fressen, habe ich gesagt. Und dann frisst das hier noch.
Oh yeah. Ich weiß, dass dir das gefällt. Das gefällt dir, ne? Das gefällt dir. Hier, friss die Dinger noch. Noch eins. Komm, eins kannst du noch fressen. Und jetzt frisst du das noch hinterher. Okay, sehr schön, sehr schön. Krieg ich mal Angst bei den Geräuschen. Ja, cool. Der macht sich doch, unser Kleiner. Ein bisschen was fressen, selbst ein bisschen was essen, warum auch nicht. Aber der sollte eigentlich relativ schnell gehen. Dann haben wir wieder einen Flugsaurus, auch wenn er klein ist. Wenn er nicht so ein hohes Level hat. Unser Alter, der war ja richtig geil. Da haben wir aber richtig lange dran gesessen, ehe wir den hatten. Das war echt böse. So. Ist das männlich eigentlich, das Vieh? Ah, komm schon. So, mal schauen. Es ist ein General Level 4, Armor 0. Steht gar nicht da. Muss man wahrscheinlich von draußen gucken. Aber wir gucken erstmal hier. Gleich hat er wieder Hunger, das ist gut. Dann kann er wieder was fressen. Hier, ich mach dir noch mehr Hunger. Es geht ein bisschen schneller runter auf jeden Fall dadurch. Aber auch wenn ich das hier gebe, geht es ein bisschen runter. Und er frisst wieder. Mampf, Mampf, Mampf. Das gefällt dir, das gefällt dir. Oh ja, das ist lecker, ne? Oh ja. Noch zweimal, nehme ich mal an. Oder einmal, wenn wir richtig fett Glück haben. Aber ich glaube nicht. Ich möchte aber nicht zu viel verschwenden wegen den Narkotiks da. Weil die halten ja noch einiges durch. Komm. Hm? Noch einmal. Ja, ja, ja. Friss, 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 mein Freund. So, wenn ich jetzt so mache, müsste es doch wieder... Mal gucken. Ich glaube, 40 bringt das, glaube ich, wieder immer. Das Zeug. Und das Geile ist, dadurch geht's ja, kriegt er wieder Hunger. Ja, hat gut hingehauen. Mach ich es runter wieder. Ja. Das dauert echt ewig, bis der mit dem Essen runter ist. Ein bisschen schnell geht's auf jeden Fall. Aber guck mal, so geht's jetzt so. Obwohl, es geht auch recht schnell. Da sind ja immer drei, die er verliert. Hä? Teilweise sogar vier pro Sekunde. Sicher, dass das schneller geht mit denen hier, wenn ich das nämlich hier nehme? Dann geht hier zwar ein bisschen was weg, aber nicht so schnell wie... Weil das ist sogar schneller hier, habe ich das Gefühl. Hm, wer weiß, aber das muss ich schnell mal geben, sonst wacht er wieder auf hier, der Sack. Das hat er nicht verdient. Der darf nicht aufwachen. Aber wir haben wenigstens was zu tun. Dadurch geht vielleicht die Zeit irgendwie schneller weg. Das kann nämlich auch sein. Wie weit war er denn jetzt schon? Ja, dauert noch ein bisschen. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Da haben wir auf jeden Fall ein Flugvieh. Wir brauchen aber noch ein bisschen Leder. Weil so ein Sattel ist nicht teuer. Ist nicht teuer. Ja, ist nicht billig, meine Freunde. Er ist nicht billig, so ein Sattel. Und deswegen müsste man das vielleicht mal gerne machen. Ich will hier... Ich hau noch mal eine Narcotics rein. Ich meine, es ist jetzt nicht die Welt. Und dann... gehe ich hier auf Bruno und dann holen wir uns ein bisschen Leder. Leder, Leder. Du bist das Level 4 und legst dich mit mir an, du Schwein. Was ist denn los? Hä? Der hat keine Ausdauer. Doch, ich habe doch Ausdauer wie Sau. So greift er nicht an. Weil er gerade nicht angegriffen hat, hab's gesehen. Komisch. Und wir haben ein bisschen Height. Ist nicht viel, aber wir haben ein bisschen was. So, schauen wir nochmal nach. Denn. Oh ja, er frisst gleich. Und jetzt... Oh, getamed. Petri. Wie wurde denn der geschrieben? Ich glaube, Petri oder Petri. Mach mal Petri, so. Ach, mein kleiner Petri, du bist wieder da. Level 45, was? Hä? Nee, Level 5. Jane ist Level 45. Ach, ist das schön, mein Freund. Ist auch ein Männchen. Petri ist männlich. Perfekt. Oh. Was ist los? Was guckst du mich so traurig an? Ist doch schön, dass du da bist. Mann. Guck nicht so traurig. Hier war noch so ein Flugvieh. Vielleicht kann ich noch so ein Flugvieh zähmen. Aber ist schwierig. Da oben. Hm. Machen wir noch eins? Oder soll ich es erstmal wegbringen? Ich bring es erstmal weg. Komm. Ich bring dich erstmal weg, mein Freund. Ist sicherer. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier... Hier musste ich hoch, genau.
Genau. Folge mir, mein Freund. Folge mir. Miau. Okay, Leute, ein Flugvieh haben wir wieder. Ist doch schön. Vielleicht sollte ich den nächsten auch mit einem Flugvieh direkt suchen und dann runterholen. Hehe. Kann ich ja machen. Narkotics haben eigentlich recht gut geholfen. Hätte ich jetzt nicht sinnlos die ganze Zeit diese Bären gefüttert, verfüttert, dann wäre es vielleicht noch sogar besser, wäre es vielleicht noch, ja, da hätten sie noch länger gehalten. Wir haben jetzt noch 19 Narkotics und die haben ja eindeutig echt gereicht und ein Pfeil hat auch gereicht. Also, na, ihr leckeren Kühe. Oh, ich habe Hunger auf leckeres Leder. So, ich werde die Kuh jetzt schlachten. Mist, renn doch nicht weg. Bleib stehen, Kuh. Hä? Scheiß Leck. Hast nur Schwein gehabt. Oh nein, mein Stamina ist gleich weg. Ha. So, du Kuh, bleib liegen. Ich will dich essen. Hast du ein Schwein, das ich nicht weiter essen kann? So 31 halt. Nice. Gefällt mir. Dann bauen wir uns einen Sattel. Und dann fliegen wir nochmal los. Vielleicht können wir noch eins holen. Weil das ging recht schnell, muss man ja sagen. Level 4. Super schnell. Gefällt mir. So. Dann geht's jetzt hier rein. Trinken müsste ich auch mal wieder was. Kommst du nicht, kannst du nicht rein? Doch. Geht alles. Huch. Geh zu. Petri, was ist los mit dir? Lande einfach. Einfach landen, mein Freund. So. Crafting. Primitiv, nein. Sattel. Stego. Trike, Raptor, Fiomi, nennt's das hier. Da haben wir noch. Ah, da brauchen wir Chitin und Keratin. Zum Glück haben wir ein bisschen was aufge... Nein! Puh, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Ich hoffe, dass die Aufnahme noch in Ordnung ist. Mein Mauszeiger ist gerade weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Oh, ich hoffe, dass die Aufnahme noch im Art... Oh, mein... Sowas ist immer... Also gerade bei Ark habe ich da mal ein bisschen Bedenken. Da habe ich ja auch schon ein paar Aufnahmen, die kaputt sind. Ach, Sturi, Sturi. Ich bin der Bruno. Bruno, mein Freund. Okay, wir haben nicht besonders viel von dem ganzen Zeug. Mal gucken. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen Chitin und Keratin und so Mist sammeln muss. So. 14 Chitin. Es wird zu wenig sein. Vor allem auch das Leder ist viel zu wenig. Wir brauchen mehr Leder und Chitin und so ein Scheiß. Ja. Okay, da brauchen wir einiges mehr. Das ist aber ganz gut, dann können wir quasi in den nächsten zwei Folgen, wir werden nochmal losziehen, würde ich sagen, und suchen uns Leder und auch dieses Chitin. Und wenn wir noch ein Flugvieh finden mit einem Low-Level, dann werden wir das gleich noch mitzähmen. So einfach ist das. Ich muss bloß die Narkotics mitnehmen, das darf ich nicht vergessen. Ich muss die Narkotics noch rausholen aus dem. Hallo Bruno. Miau. Stewie. Ach, Petri. Du bist so ein cooles Tier. Danke. Ja, nehme ich auch mit. Das Fleisch kannst du behalten. Wobei ich gerne noch ein bisschen Fleisch, glaube ich, braten werde. So, mal ein bisschen was braten. Oh, hier ist die Tür offen, dann kann ja jeder reinlaufen. Okay, dann. Hier ist noch ein Haufen vergammeltes Fleisch drin, warum auch nicht? Fleisch, 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 Fleisch. Dann mach mal schön. Wir gehen nach hier nochmal rein. Vergammeltes Fleisch kann hier mit rein, ohne Probleme. Das noch rein. Machen wir ein bisschen Trucks. So. Schönes Ding. Kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte, warum auch nicht? So, 17. 18 und 19. Reicht locker. Wird locker reichen, um noch so ein Flugvieh zu zähmen. Und dementsprechend ist alles chillig. Alles chillig. Ich habe jetzt so viel anderen Müll dabei. Ich habe einen Haufen Fiber. Wieso habe ich einen Haufen Fiber einstecken? Ich weiß es nicht. Kann ich ja nachher wegschmeißen. Scheiß drauf. Ist nicht so wichtig. Aber das Essen würde ich gerne noch mitnehmen. Okay, während das Essen hier noch kocht, können wir ja mal schnell rüberreiten. Und schnell das Fiber vielleicht sogar direkt weglegen. Und auch die ganzen Samen, die wir haben. Ach, stimmt ja, wir haben ja einen Haufen Narkotics. Und ich habe die ganze Zeit... Aber wir haben doch diese Bären. Wir haben doch einen Haufen Bären. Ich bin ein Idiot. Wir haben einen Haufen Bären. Okay, pass auf. Fiber. Tue mich einfach mal weg. Hier so. Und diese ganzen... Wo haben wir die denn? Sind die hier drinne? Ja, hier haben wir diese ganzen
anderen Sachen drin, die kein Mensch braucht. Diese ganzen sinnlosen Samen. So. Ich habe hier sogar noch Metall drin. Kriegen wir auch schnell weg. Dann kann ich gleich noch was trinken. Das darf ich nicht vergessen. So, hier auch noch ein bisschen was. So. Scheiß auf Lightfire. Ist mir egal. So, schnell was trinken. Okay. Haben wir geschafft. Und jetzt geht's wieder schön nach Hause. Beziehungsweise werde ich mir die Narcotics holen. Dann basteln wir jetzt richtig viel Narcotics-Scheiß noch. Ich muss das ja nicht mitnehmen, aber das muss ich schon mal haben. Weil hier sind so viele Dinger drin hier. Alter, guckt sich das an. Abartig. So, und das wächst immer mehr. Da kommt immer mehr von dem Zeug raus. Bringt schon ein bisschen was. So, dann hier reingehen. Hohoho, fuck, Alter. Wir haben so viel Müll hier drin. 34. Oh ja, yeah. 34 mal 6 Punkte. Warte mal, 10 mal 66, 120, ja, sind wir 180 irgendwas. Nice. Das kann man... Nein. Entschuldigung. Hier noch ein bisschen was naschen. Oh ja, alles in Hülle und Fülle da. Oh, ein riesiger Dino-Schwanz. Ach, sehr schön. Der glänzt so schön im Sonnenlicht, dieser leckere Schwanz. Diesen abschneiden und essen, ey. Ich habe richtig Hunger gerade. Ich werde mir nachher schön was in den Ofen hauen. Oh, lecker, Leute. Ich hoffe, ihr esst auch heute was Schönes, Leckeres. Vor allem Langhals, wo den... So viel zum Thema was Schönes, Leckeres. So, da... Gucken wir mal hier rein. Ja, wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Tetch drin, ne? Aber wir haben Fertilizer, den hätte ich eigentlich reintun können. Den kann ich ja noch reintun. Den tue ich mal hier. Hier mit rein. Das Fertilizer ist nämlich bald wieder verbraucht. Also machen wir gleich noch mal ein bisschen was dazu. Dann sind wir nämlich schon bei 66.000. Und Wasser gibt es immer durch Regen. Finde ich eigentlich geil mit der Wassertonne. Aber dass man da nichts rausholen kann, finde ich weniger gut. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, wie sieht es denn jetzt aus hier? Schon alles gecraftet? Nein, der ist immer noch am Crafting. Krass, Alter. Wobei, ich will ja eh nicht so viel mitnehmen. Das heißt, er kann das ruhig weiter, von mir aus weiter craften. Wir haben jetzt 19. Dann nehmen wir noch eins mit. Eins wollte ich haben. Mensch. Eins. Ich dachte immer mit... Ach, mit Steuerung ist das jetzt okay. Oh. 7, 8, 9, 10. So. Gibt's ja gar nicht. Okay. Haben wir 10 davon. Wir haben Pfeilhammer einstecken. Wir haben noch ein paar Sachen, wo ich unterwegs noch ein bisschen essen kann. Zum Beispiel hier leckeres Fleisch. Da ist noch lecker Fleisch. Das andere kann von mir aus ja noch weiter braten. Wir machen uns auf den Weg... Mit Silly. Oh yeah. Wir brauchen Leder. Das ist unser höchstes Gut. Leder und Chitin-Zeug. Oder Keratin oder Chitin. Da haben wir auch schon gleich das erste Opfer. Hehehe. Hallo, du Opfer. Na, du Opfer. So, aua. Oh, hör auf, dich zu wehren. Du wirst sowieso sterben. Hihihihi. Level 20, wehrt sich ganz schön hier. Kleine Krokodils, Schildkröte. Oder Schnappschildkröte sind das bestimmt. So. Haben ein bisschen was bekommen. Aber leider kein Keratin. Wo haben wir noch diese leckeren Kühe? Hier waren doch eigentlich nochmal zwei. Schaffe ich so ein Vieh? Was ist denn das für ein Level? Nee, das da war. Traue ich mich alleine irgendwie nicht ganz so ran. So, der hat eh Respekt, aber so ein Triceratops, die haben ja eigentlich solche Hörner. Da könnte ja was rauskommen. Hoffe ich doch. Das möchte ich jetzt gerne mal probieren. Ah, das ist ein Baby! Nein, das arme Baby! Ich greife das Baby an. Wo ist denn deine Mutter? Alter, wieso ist das so stark, ey? Schön von hinten jetzt hier. Boah, das ist so schnell und wendig. Das ist Level 11. Baby-Trike. Oh, das arme Baby. Aber zwei Keratin rausbekommen. Da frage ich mich aber gerade, wo ist die Mama oder Papa? Der hat mir ordentlich Damage gemacht, das Vieh. Abartig. So. Oh, da hinten ist ein richtiger Raptor. So, ich versuche... Oh, da ist das Flugvieh. Das war, glaube ich, das, was ich vor uns gesehen habe. Problem ist nur, ich weiß nicht, was für ein Level das hat. Und ich glaube nicht, dass das hier landen wird, oder? Weil wenn es ein großes Level hat, dann bringt das nicht viel. Es wird irgendwo da unten landen. Haben wir da unten eigentlich Gegner? Große, fette Fleischfresser? Sieht nicht so aus.
Wow, ich will nicht da runterfallen. Der landet, glaube ich, gerade. Das hat mein Hauptziel. Oh ja. Und? Na komm. Level 31. Das dauert ewig, den zu zähmen. Den beiße ich lieber tot. Oder auch nicht. Der haut ab. Feige Schwein. Nee, der dauert mir zu lang. Dementsprechend lassen wir das bei dem. Weil uns schafft, das schaffe ich in Let's Play nicht. Level 4. Hau ich um. Hau ich um! Oh. Da kommen noch Insekten. Hä, die wollen auch was haben davon. Hä? Was wollen denn die Insekten davon? Oh shit, da kommt noch ein Freund. Aber geil, Insekten sind geil, weil die noch Chitin haben. Hehehe. Geh weg. Oh, oh, ich kipp gleich um. Ne, kipp gleich um. Na, wann kommt denn die Stamina mal wieder hoch? Stamina? Okay, da ist ein bisschen Stamina. Hm. Aua! Nur weil du mehr Stamina hast als ich. Ich muss ja vielleicht mal ein bisschen mehr Stamina geben. So. Boah. Totgebissen. War ja nicht noch ein Insekt? Für Chitin da. Oh yeah. Ups, falsche Taste. Ich wollte F drücken. Oh, 9 Chitin und 10 davon. Vielleicht müssen wir ab und zu mal ein bisschen Fleisch wegschmeißen. So. So, Fleisch ist ja wirklich mal nicht das Problem. Hm? Wie soll ich? Sehr schön. Leben ist bald wieder voll. Da ist ein Stino. Schnell weg. Immer diese Stinos. Scheiß Nebel, ne? Da ist ein Pronto. Oh. Ach stimmt, hier sind wir letztens auch lang gedacht. Oh, da ist noch ein Flugvieh. Auf der anderen Seite, da komme ich eh nicht hin. Kannst du vergessen, dass ich da hinkomme. Vielleicht landet der ja mal hier drüben. Oh, da. Leder ist ja. Da gibt es bestimmt noch Leder. Obwohl, warum soll dein Dodo Leder haben? Ich glaube nicht, dass das. Da. Obwohl, wir haben doch, doch. Na klar, jedes Tier hat doch irgendwie eine gewisse Haut. Auch wenn da Fell dran ist, Haut haben sie trotzdem alle. Und das ist ja eigentlich das Leder. Und ich laber nur Müll, ja, und sage, das hat kein Leder. Nein, eigentlich hat ja hier fast jedes Tier Leder. Was heißt eigentlich fast jedes Tier? Bei Fischen bin ich mir gar nicht sicher. Die haben zwar Schuppen, aber man kann die Schuppen ja auch abkratzen so. Die müssten ja auch eine Haut haben. Ich könnte es aus jedem Tier irgendwie Leder rausholen. Ja, willst du eine Beere haben? Soll ich dir eine Beere geben? Nee, kriegst keine Beere. Du hast den Baum kaputt gemacht. Schäm dich. Schäm sie sich. So, das Flugvieh da oben. Vielleicht landet das ja doch mal auf der Insel hier. Kurz gucken. Nee, das ist über Wasser, oder? Nee, vielleicht habe ich ja mal Glück. In der Zeit kümmern wir uns um diese leckere Schildkröte. Wir beißen die einfach mal an. Dann wird sie schon aus dem Wasser kommen. So. Ja, Kampf. Kampf um Überleben und Tod. Oh Mist, da kommt noch ein Freund. Schnell die umbringen, bevor der Freund kommt. Ah, mein Controller fällt gleich wieder runter. Ich soll das Flugvieh nicht aus den Augen verlieren. Ach, zwei auf einmal ist unfair. Ganz ehrlich. Da muss aber einfach umkippen. Okay, das. Ah, hör auf zu beißen. Hör auf zu essen. Ich komme nicht weg. Boah. Mann. Meine Arme. Ich habe Angst irgendwie, dass wieder der Controller runterfällt. Level 27, ich gehe noch natürlich von vorne drauf, ne? Ah, sieht man mal, wie stark so ein Raptor eigentlich ist. Nein, nur nicht den Pronto beißen. Nur nicht den Pronto beißen. Oh, das Flugvieh kommt runter. Oh, lande doch, Mann. Lande doch. So, du willst also Stress, ja? Du willst Stress. Komm her, kriegst du Stress. So, ich bess dich zu Tode, Mann. Ein Keratin. Und das andere Vieh ist schon tot. Ich glaube, aus den Vieh hat man noch einiges rausbekommen. Nein, bleib doch stehen. Shit. Das Vieh da oben. Komm, lande.